Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit ein paar Beispielen zum Binomialkoeffizienten. Den haben wir in der letzten, im letzten Video kennengelernt, als eine Möglichkeit zu berechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass eine Urne mit unterscheidbaren Kugeln eben halt Kugeln rauszuziehen, wenn ich diese Kugeln nicht zurücklege. Also eine gezogene Kugel eben nicht nochmal gezogen werden kann und bei der Reihenfolge da auch keine Rolle spielen soll. Also es mir vollkommen egal ist, ob ich 1, 2, 3 oder 3, 2, 1 ziehe. Und heute möchte ich dazu, wie gesagt, mal zwei verschiedene Beispiele durchsprechen, wo man diesen Binomialkoeffizienten brauchen kann, um damit dann Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Im ersten Beispiel möchte ich betrachten, dass wir eine faire Münze haben, also eine ganz normale Münze, wo die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl jeweils 1/2 sein soll. Die werfe ich jetzt fünfmal und ich interessiere mich eben für das Ereignis, dass ich dabei genau dreimal Kopf erziele. Jetzt könnte ich also zum Beispiel werfen, dass ich eben halt in die ersten drei Würfe sind Kopf, also ich werfe Kopf, Kopf, Kopf und dann muss ich halt noch zweimal Zahl kriegen. Dann hätte ich ja genau dreimal Kopf. Ich könnte aber natürlich auch Zahl, Zahl, Kopf, Kopf, Kopf werfen. Oder ich könnte werfen Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich auf dieses Ereignis genau dreimal Kopf komme. Man kann sich gut überlegen, die Münzwürfe sind ja unabhängig voneinander und die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen, für jedes einzelne Mal Kopf oder Zahl soll 1/2 sein. Da die unabhängig sind, multiplizieren sich die Wahrscheinlichkeiten hier durch. Und dementsprechend ist für jede dieser Kombinationen die Wahrscheinlichkeit 1/2 hoch 5 oder eben 1/32. Die Frage, die also noch bleibt, ist, wie viele verschiedene Kombinationen gibt es? Also wie viele verschiedene Möglichkeiten habe ich unter diesen fünf Feldern hier? Dreimal Kopf hinzuschreiben. Ja, die anderen beiden muss ich dann ja mit Zahl füllen. Und das kann ich jetzt halt auch wieder als so eine Art Urnenexperiment interpretieren. Ja, wenn ich jetzt in dieser Urne halt fünf Kugeln drin habe mit den Ziffern von 1 bis 5 und ich ziehe da jetzt drei Stück von raus und diese Kugel, die sagt mir eben halt, wo ich Kopf hinschreiben soll, dann ist es im Grunde genau dieses Urnenexperiment. Ich ziehe die Kugeln ohne Zurücklegen raus, ne, weil ich einen Slot, den ich belegt habe, kann ich ja nicht nochmal belegen. Und die Reihenfolge, in der ich das ziehe, ist auch egal, weil am Ende interessiert mich ja nur, wo ich Kopf und wo ich Zahl stehen haben soll. Also kann ich hier im Grunde genau mit dem Binomialkoeffizienten arbeiten und ich muss eben wissen, was ist 5 über 3. Das ist nach der Definition dieses Binomialkoeffizientens eben 5 Fakultät durch 5 minus 3 sind 2 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät. Also 5 Fakultät durch 2 Fakultät. Das wäre 5 mal 4 mal 3. Und das teile ich dann eben noch durch 3 Fakultät. Und dann bin ich in der Summe oder im Quotienten eben bei 10. Es gibt also 10 solcher Kombinationen, wie ich das hier aufschreiben kann. Und da die ja wiederum alle disjunkt sind, also das sind ja disjunkte Ereignisse, das sind genau genommen sind das dann sogar die Elementarereignisse dieses Zufallsexperimentes, ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit eben die Summe aus all diesen hier. Und da ich da 10 Stück von habe, bin ich eben bei 10 32. oder 5 16. Das ist ein einfaches Beispiel, wo man eben diesen Binomialkoeffizienten gebrauchen kann. Die Einzelwahrscheinlichkeit hier ist gar nicht so schwer, aber den Binomialkoeffizienten brauche ich dann eben, um abzuschätzen, wie viele dieser Ereignisse es gibt oder wie groß sozusagen die Mächtigkeit dieser Menge hier ist. Ein anderes Beispiel, da wollte ich mal kurz über Poker reden, insbesondere die Variante Texas Hold'em. Wer das nicht kennt, das ist halt die Variante, die man auch ganz häufig so im Fernsehen zum Beispiel sieht, wo man am Ende des Spiels hat man halt fünf Karten offen auf dem Tisch liegen und hat selber noch zwei verdeckt auf der Hand und kann jetzt mit diesen insgesamt sieben Karten eben halt eine möglichst hohe Fünferkombination bilden. Also ich könnte zum Beispiel drei Karten von der Tischmitte und zwei meiner eigenen Karten kombinieren oder ich könnte halt auch vier vom Tisch nehmen und eine aus meiner eigenen Hand oder theoretisch sogar nur die fünf Karten, die offen liegen, nehmen, um daraus eine möglichst hohe Kombination zu bilden. Und eine interessante Frage, die man sich hier stellen kann, ist,
Wie hoch ist dabei die Wahrscheinlichkeit, eine Kombination mit 5 Karten gleicher Farbe bilden zu können? Also einen sogenannten Flush in der Sprache der Pokerspieler. Wobei wir hier ein bisschen aufpassen müssen, die Wahrscheinlichkeit, die wir berechnen, ist nicht exakt die Wahrscheinlichkeit für einen Flush, weil wir bestimmte Fälle eben halt weglassen. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, dass wir eine Kombination mit 5 Karten gleicher Farbe bilden können. Wenn diese 5 Karten gleicher Farbe dann auch noch in der richtigen Reihenfolge wären, also zum Beispiel die 2, 3, 4, 5, 6 in Herz, dann wäre das kein Flush mehr, sondern ein Straight Flush. Den müssten wir, wenn wir jetzt Poker-Wahrscheinlichkeiten berechnen wollen, müssten wir diese Wahrscheinlichkeiten noch abziehen. Aber für die Einfachheit halber hier eben 5 Karten gleicher Farbe. Nun, wir könnten das auf 3 verschiedene Arten erreichen. Wir könnten nämlich genau 7 Karten gleicher Farbe haben. Das heißt also, die 5 Karten auf dem Tisch und meine beiden Handkarten sind alle von der gleichen Farbe. Es könnte auch sein, dass ich genau 6 solcher Karten habe. Also zum Beispiel die 5 Karten auf dem Tisch haben alle die gleiche Farbe und ich habe aber noch eine weitere. Oder es könnten genau 5 Karten gleicher Farbe geben. Dieser erste Fall, 7 Karten gleicher Farbe, der ist noch überschaubar oder den können wir uns mal zuerst anschauen. Und zwar habe ich im Spiel, habe ich ja, in dem Pokerspiel habe ich insgesamt 52 Karten und davon sind eben 13 Karten jeweils von der gleichen Farbe. Also es gibt 13 Pik-Karten, es gibt 13 Herz-Karten, 13 Karo und 13 Kreuz-Karten. Und aus diesen 13 Karten möchte ich ja jetzt 7 Karten auswählen. Eine Karte, die ich schon gezogen habe, kann ich nicht nochmal ziehen. Die liegt ja jetzt schon auf dem Tisch. Und die Reihenfolge, in der ich die Karten ziehe, spielt auch keine Rolle. Am Ende kann ich ja als Pokerspieler aus all diesen 7 Karten meine Kombination bilden. Da spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die gezogen habe. Das heißt, es gibt 13 über 7 Möglichkeiten, aus zum Beispiel den Herzkarten, aus diesen 13 Herzkarten 7 auszuwählen. Und da ich jetzt natürlich 4 verschiedene Farben habe, ich habe Herz, Karo, Pik und Kreuz, dann muss ich das Ganze noch mit 4 multiplizieren und komme dann auf 6864 verschiedene Möglichkeiten, eben genau 7 Karten der gleichen Farbe zu erwischen. Wenn ich mir das Ganze für 6 Karten gleicher Farbe anschaue, dann gibt es jetzt eben 13 über 6 Möglichkeiten, aus den Herzkarten beispielsweise 6 auszuwählen. Und da ich ja wieder 4 verschiedene Farben habe, multipliziere ich das Ganze noch mit 4. Und jetzt muss ich aber die 7. Karte auch noch füllen. Und dazu gibt es eben halt 39 andere Karten, die noch über sind. Also von den 52 Karten sind ja 39 nicht von dieser Farbe hier. Also nicht rot beispielsweise, nicht Karo zum Beispiel. Das heißt, es gibt insgesamt 267.696 verschiedene Möglichkeiten, wie ich genau 6 Karten gleicher Farbe auf dem Tisch liegen haben kann. Und zu guter Letzt muss ich mir noch anschauen, wie das für 5 Karten gleicher Farbe aussieht. Dazu muss ich eben aus den 13 Herzkarten beispielsweise 5 auswählen und das Ganze noch mit 4 multiplizieren, weil ich wieder 4 verschiedene Farben zur Auswahl habe. Und dann muss ich die verbleibenden Karten noch füllen. Für die erste dieser beiden verbleibenden Karten habe ich 39 Möglichkeiten. Und für die letzte, für die 7. Karte, habe ich dann nur noch 38 Möglichkeiten, weil auch hier ziehe ich ja ohne Zurücklegen, also auch hier gilt die hier, die ich hier schon gezogen habe, kann ich nicht mehr wählen. Und dementsprechend bin ich in dem Fall bei 7.629.336 verschiedenen Möglichkeiten. In der Summe habe ich also diese 7,9 Millionen verschiedenen Möglichkeiten, mindestens 5 Karten gleicher Farbe zu bilden. Und jetzt, das ist sozusagen die Mächtigkeit meiner Ereignismenge. Und jetzt frage ich mich noch, was ist die Mächtigkeit von meinem ganz Omega? Dazu muss ich mir halt überlegen, dass ich jetzt aus 52 verschiedenen Karten 7 auswählen muss. Das ist ja das, was insgesamt so passieren kann. Also aus 52 Karten 7 auswählen. Nach Definition des Binomialkoeffizienten, wenn man das in den Taschenrechner tippt, kommt eben hier diese 133, 0,784 Millionen raus und der Quotient aus der Anzahl günstigen Ereignisse mit der Anzahl möglichen Ereignisse sind in dem Fall 5,9%. Das ist eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich 5 Karten gleicher Farbe bilden kann. Wenn ich jetzt, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit für
für einen reinen Flash berechnen wollen würde, müsste ich hier von diesen Möglichkeiten noch all die Kombinationen abziehen, die etwas Besseres als Flush bilden würden. Also alles das abziehen, was zum Beispiel einen Straight Flush bildet. Das lassen wir erstmal weg, oder das ist jetzt für die Pokerspieler interessant, aber nicht mehr für diese Veranstaltung. Ja, das war's. Wir haben zwei Beispiele kennengelernt, wo man den Binomialkoeffizienten gebrauchen kann, um die Mächtigkeit von Ereignismengen abzuschätzen und dementsprechend Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.